Ja, 19 Uhr und es geht los. Gerade frisch ausgeworfen hier. 5-mal Futtermische ist schon am Spot und es fängt an. Ich hoffe, der Zielfisch geht auch direkt als erster Fisch rein. Dann ist es schon mal ein sehr gutes Zeichen. Und es ist ein sehr gutes Zeichen. Die Aralbarbe, Alden. Die Aralbarbe. Super selten. Und immer noch nicht als Trophy bei mir. Und deswegen muss ich's testen. Und gerade eben hat der Umutmos mich nochmal angeschrieben. Und meinte, Alden, dir fehlt ja auch noch die Aralbarbe. Ich habe sie gerade gefangen. Als Trophy. Guck mal, im VK ist da ein Spot und eine Futtermische und eine Köderkombi. Ich meine, Köderkombi ist ja eigentlich bekannt, altbekannt. Hier und da an der Stelle probier mal aus. Und zack, da stehe ich jetzt direkt und probiere mein Glück. Ja, auf Aralbarbe. So sieht es aus. Erster Fisch, das ist doch schon mal gut. Gucken wir mal, was jetzt hier so in den Abendstunden geht, was in den Morgenstunden geht. Ich werde das einfach hier ein bisschen durchziehen, ein bisschen länger auch hier einfach stehen bleiben und dann nochmal gucken, ob das hier läuft. Wettermäßig hier an der Achtuba würde ich sagen, klassisches Wetter an der Achtuba, so wie immer. An der Achtuba immer gerne Sonnenschein, 30 Grad plus, 33, zwischen 30 und 35 Grad, also so wie immer. Und ja, von der Position, manche haben es wahrscheinlich schon direkt erkannt, denn man wirft hier zu diesem Holz. Und das macht man auch, wenn man hier an der Stelle auf Stör aus ist. Auf 21 Meter hier, 84, 108. Hier ist es auf der Map. Ja, man braucht natürlich wieder einen Boot. Heißt also mit dem Boot hier einmal den Schniep herumfahren. Ich fahre hier immer direkt auf die Spitze zu und renne das letzte Stückchen, damit das Boot hier irgendwie nicht in der Nähe rumsteht oder möglicherweise hier noch irgendwas verscheucht oder so. Einfach hier hin, zack, zack, zack und eben die paar Meter noch gelaufen. Ja, also von der Futtermische ein bisschen speziell, muss man sagen. Bisschen speziell, bisschen anders. Ich muss auch gerade noch mal ein bisschen umstellen, das Game, auf Russisch und ein bisschen weiter suchen, denn die Komponenten bzw. die Namen im Game sind dann doch wieder ein bisschen anders als, also im Russischen, als dann im Deutschen von den verschiedenen Zusatzstoffen. Aber da gehen wir gleich im Detail drauf rein. Ganz typisch und ganz klassisch ist natürlich fürs Barbenangeln die Kombination Krebs und Krabbe. Und ich glaube, wir gucken mal hier in die mittlere Route gerade rein. Genau, das ist auch jetzt hier die Kombi sozusagen, die jetzt auch 1:1 zu den Trophys geführt hat. Zumindest das, was ich jetzt gerade auch noch im VK gesehen hatte. Da gibt es, wie gesagt, die Kombination mit Feed Pellet oder mit Pellet 14 und mit Krabbe Muschel 15. Also sehr klein, wirklich sehr klein. Und weil mir das wirklich sehr klein vorkam, habe ich zumindest dann bei den anderen hier auf Krabbe Muschel Soluble mal ein bisschen, ja, ein bisschen größer, die 20er Boilies genommen. Ich denke mal so ein 15er, 16er, so eine 18er Aralbarbe, die schluckt auch bestimmt auch einen 20er Boilie weg. Gar kein Problem. Vielleicht klappt es ja. Und hier, das lassen wir natürlich auf der kleinen Kombi. Wenn mir das gleich zu wenig Frequenz ist, werde ich das auf jeden Fall nochmal testen und die anderen vielleicht noch eine zweite Route dann wieder hier auf die kleineren Boilies umbauen. Und ab geht es. Einserhaken sollte reichen. Ich habe auch schon überlegt, kleiner ranzugehen, vielleicht mit einem Vierer. Aber nee, ich will ja nicht einen Fisch hier in einer schönen Frequenz haben, sondern mir reicht ja der eine besondere große Trophy-Fisch in dem Fall, damit ich hier endlich die Trophy Nummer 93 abhake. Und zack, guck mal hier, Wiederbiss auf der kleinen Köderkombi, aber möglicherweise dann auch wieder irgendwas Kleines, ne? Was wirklich Kleines, ein kleiner Wildkarpfen. Okay, den wollen wir natürlich gar nicht haben.
Ich muss ein bisschen gucken, wie ich das mache mit der Futtermische, dass ich hier nicht überfütter und dass ich da vorne gleich in der Nacht den Baum noch weiter, den toten Baum am Ende auch noch treffe. Also da in die Richtung habe ich ja geworfen. Das heißt, ich markiere mir jetzt hier diesen Schatten sozusagen. Und da drüber ist ja quasi der Baum, das tote Holz. Das heißt, ich werfe jetzt hier auf zwischen dem Schatten und dem Schatten, also in diesem Bereich. Dann sieht man das auch in der Nacht. Das klappt doch. Naja, fast ungefähr. Ungefähr. So, aber dann haben wir da ungefähr eine Richtung. Ich hoffe, ja, das geht. Sieht man noch was oben? Ja, so links daneben, ne? Da ist es. Links daneben, okay. Ist ein bisschen schwierig zu sehen, wenn es halt richtig dunkel wird und bewölkt ist, schlechtes Wetter, dann kann das ein bisschen tricky werden. Ja, jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, was hier passiert. Umutmos hat gesprochen von, ich gucke gerade nochmal eben rein, 27 Aralbarben, die Zeit hat er jetzt nicht genannt, wahrscheinlich ein bisschen länger als nur eine Stunde. Aber im Großen und Ganzen sieht das doch ganz gut aus. 87 Fische im Kescher, schreibt er. Davon sind 27 Aralbarben. Also durchziehen und die Trophy halt abhaken. Das ist wohl möglich jetzt hier an der Stelle. Und ich ziehe jetzt einfach nochmal ein bisschen durch. Probiere hier nochmal ein bisschen rum. Und dann gucken wir einfach gleich mal in den Kescher rein. Ja, jetzt ist natürlich auch noch gerade Wetterwechsel. Das ist eher ein bisschen unüblich für die Achthuber. Ich hoffe nicht, dass das jetzt irgendwie hart beeinflusst. Ah, die Schnur wurde locker und es geht was rein. Ja, tatsächlich. Da bin ich doch sehr gespannt jetzt, ob das hier den Spot hart beeinflusst. Positiv, negativ, wie auch immer. Wildkarpfen, ja, sollen da sein, sollen auch reingehen. Das ist soweit okay. Und damit ist das völlig normal. Also Wildkarpfen und Aralbarben. Ich bin gespannt, ob hier noch was läuft, auch auf den großen Boilies. Erstes Gezuppel. Wir haben kurz vor 11 erstes Gezuppel jetzt auf großer Köderkombi sozusagen. Mal gucken, ob es auch die erste Barbe wird oder der erste größere Wildkarpfen hier. Zack, und er zieht da runter. Jawohl. Oh, oh, oh. Das ist doch schon mal gut. Ich vermute allerdings hier natürlich jetzt gerade in der Nacht und von der Hauptpopulation, dass hier hauptsächlich eben die Wildkarpfen wahrscheinlich reingehen und schön die ganze Zeit die Köder und die Futtermische wegfressen. Und dann nebenbei wird wahrscheinlich einfach mal mit viel Glück eine große Aralbarbe reingehen. Oder? Was haben wir hier? Die sind halt beide so länglich, ne? Da ist aber der Wildkarpfen. Komm ran hier. So, schön keschern. 5 Kilo. Da geht noch ein bisschen mehr. Und es geht weiter. Na, das ist doch gut. Das ist doch gut. Also, ja, von der Frequenz her schon mal nicht so schlecht. Selbst hier auf der größeren Köderkombination. So soll das sein. Und jetzt gucken wir einfach mal, was die Nacht sagt. Ob da in der Nacht noch ein bisschen mehr geht jetzt gleich. Wir haben jetzt, meine ich, ja, wir haben jetzt gleich 24 Uhr. Das heißt, ja, läuft hier noch weiter Wildkarpfen oder geht hier noch was mit der Aralbarbe? Einfach mal durchziehen, lange Zeit jetzt testen und dann gucken wir gleich das Endergebnis an. Okay, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Absolut wildes Wetter für die Wildkarpfen. Ganz, ganz, ganz krass. Super heftiger Starkregen jetzt gerade. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wo ich hier hinwerfe. Ich habe einfach mal die Futtermische abgenommen, damit ich hier nicht den Spot überfütter. Denn die Frequenz ist gerade tatsächlich ganz gut. Also es läuft hier zumindest schon mal auf Wildkarpfen ganz gut. Und wenn das Ganze hier mit der Aralbarbe noch als Beifang weiterläuft, vielleicht ja dann auch besser am Tag, dann bin ich ja auch absolut zufrieden. Es ist ja der Wahnsinn, ey. Richtig eingemistet, Nebel, super dicht, man sieht überhaupt nichts mehr. Ich bin schon nass bis auf dem Schlüppi. Katastrophe hier. Aber was will man machen? Wenn der Fisch lübt, dann lübtet.
Ja, was will man denn mehr als einen gut laufenden Spot, der dann auch noch von mehreren Seiten bestätigt wird? So soll das doch sein, so soll das doch laufen. Gerade noch gehört, läuft hier mit der Aralbarbe. Einige Aralbarben zwischen 5 und 10 Kilo, schreibt Southie auch gerade noch und sagt, yo, in 2 Stunden über 1200 Silber hier an dem Spot gemacht. Also, sieht doch gut aus, kann man also machen. Und bei mir sieht es gerade so aus jetzt hier, knapp 30 Minuten, jo. Anzahl der Fische ist okay, 14 Fische, Größe ist auch okay. Würde ich mich hier mit einem kleineren Setup hinstellen? Ich glaube eher nicht. Also ich würde hier nicht zu klein hingehen, weil man doch immer hier die Chance natürlich auch hat auf große Brocken. Möglicherweise sogar irgendwelche Störarten, die hier reingehen oder eben auch große Wildkarpfen. Aber im Großen und Ganzen... ja, einfach schon mal ein guter Spot. Ist schon mal ein guter Spot. Ich hoffe, und wir gucken das mal eben nach hier direkt. Ja, guck mal, gleich wieder ganz normal klassisches Wetter. Ich werde hier gleich nochmal ein bisschen durchziehen. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit das hier jetzt gerade den Spot beeinflusst hat. 3 Aralbarben jetzt so für die Nachtphase finde ich okay. Gerade jetzt Morgenstunden, Abendstunden ist halt immer auch wieder gut. Gucken wir mal, wie das jetzt noch gleich weitergeht. Zwischendurch war das ja schon ganz gut, auch von der Frequenz her, auch mit den Wildkarpfen. Aber jetzt eben noch die Chance auf die Aralbarbe. Die muss man noch einfach wahrnehmen, wenn so ein Spot da ist, wenn das gerade gut läuft und wenn da die Trophys gefangen werden, dann zack, ab hinter. Und wenn es dir geholfen hat und wenn es dir gefällt, dann den Daumen da lassen und den Kanal abonnieren, denn das gefällt mir und hilft mir. Rinje hauen. Petri, ihr Lümmels, zieht raus die Aralbarben und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr und sonst auch immer mal gerne live auf YouTube. Von daher nicht vergessen, die Glocke reinzuballern, denn dann kriegst du auch eine Meldung, wenn ich mal wieder live bin auf YouTube. Petri.